Willkommen zurück, Leute. Es ist wieder Zeit für ein Exploring-Video und zwar geht's heute in den Untergrund. Genauer gesagt in einen Kanal, der in einen verlassenen Keller führt. Es regnet. Richtig schönes Wetter für eine Exploring-Mission. Wir sind in einem Areal von verlassenen Krankenhäusern. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Der Trail und der Alex sind auch am Start. Das kann ja nur wild werden. Es geht jetzt direkt rein. Ich bin safe, wir können loslegen. In dem Outfit kann man alles machen. Das ist ja der Eingang. Und zwar geht's hier jetzt rein. Rein in die Kanalarbeiten. Okay, da jetzt mal eins kommen. Okay, also das Tor zur Hölle ist offen. Da führt eine Schiefe runter. Wir brauchen ja auf jeden Fall ein Seil, um runterzukommen. Der Fredo hat Gott sei Dank alles mit und wird das direkt jetzt hier am Baum festmachen. Na klar, der fünffache Zimmermann. Okay, rein damit. Wer geht zuerst rein? Schaut gar nichts drin! Ist egal. Fredo, hau dich ran. Wir werden uns da jetzt gleich mal reinseilen. Einen abseilen, ha? Schönen abseilen. Schönen abseilen. Die Männer sind drinnen. Ab ins Loch. Ist das geil? Was ist das bitte für ein kranker Raum? Ich frage mich echt, was das sein soll. Ich glaube, ohne Seil würden wir hier nicht mehr rauskommen, weil diese Schiebe ist verdammt rutschig. Peter hat schon ein kleines Loch hier entdeckt. Versteckt unterm Laub. Da geht's in den Keller und da geht's jetzt rein für uns. Also wenn das nicht einladen schon. Yes! Wie sieht das hier aus? Das ist nicht gerade die beste Idee. Yes! Das hat nicht so angenehm ausgeschaut. Ich bin da gerade einfach in der Brücke durch. Perfekt. Oh, yes! Verkauft. Alle waren auf der Arbeitsseite. Jetzt kann's losgehen. Der Gang ist ja wirklich wie so ein Horrorfilm. Boah, ah. Kommen wir glaube ich nicht mehr durch. Schau mal lieber, ob es hier noch andere Gänge gibt. Uralter Schwächerter Bier. Januar 1996. Ist schon halbwegs alt. Dass ihr uns auch wirklich glaubt, dass das hier ein alter Keller ist. Ist der irgendwas schön? Zack. Spannend. Oh, alte Zeit. 6. März 1991. Patient wird hinein. Was? Stationsgehilfin Irene leider verzählt über die haarsträubenden Zustände in Pavillon 5. Oder wie alt ist dieses Otterkringer? 1997. Was man hier alles findet. Oh. Das ist sicher Brennöfen gewesen. Memphis. Ja, die habe ich früher am liebsten gebraucht. In den 80er Jahren. Alter, ja, das ist zu dem. Was? Jetzt wirklich nicht aus. Leute. Exploring Mission geht schief. Du hast das echt rausgehauen. Das Licht. Sind die jetzt gefangen? Ah, ich kann es nicht mehr zurückhalten. Das geht nicht. Da haben uns die zwei wirklich reingelegt. Ja, die da herumschleichen. Da kommt er. Wie habt ihr das zugemacht, oder? Boah, das sieht wie der Horrorfilm aus. Boah! Es sieht ja wie was anderes aus. Na gut, Jungs, es ist nicht mehr lustig. Geht's wirklich nicht auf oder stellt sich nicht auf? Nein, es geht wirklich nicht auf. Das geht anscheinend wirklich nicht auf. Hat anscheinend nur die Manneskraft gefehlt. Ich dachte, ihr macht einfach was für mehr Klicks. Wir dachten, ihr habt uns da eingesperrt. Da warte ich lieber auf die anderen, bevor ich in diesen Gang hier gehe. Das sieht geil aus. Irgendwelche Gasbehälter. Sieht wirklich wie ein Kohleofen aus. Kommst du da durch?
Komm schon, Fredo. Da hat jemand schon perfekt das Loch für uns in den Zaun vorgeschnitten. Da schreit er richtig danach. So sieht das Ganze da aus. Hier ist alles so staubig. Lauter alte Kästen. Schmiernippeln! Vielleicht ist das ein ehemaliger Sadomaso-Keller. Samson. Bevor sie Handys gemacht haben. Wer braucht schon das Fit-In? Sieht aus wie eine Werkstatt. Asbestring. Eine alte CNC-Fräsmaschine. Monika Gruber. Kein Schmutz für meine alten Perverslinge. Ah, gar keinen Bock, da nochmal runter zu klettern. Da gibt es doch einen schöneren Weg. Einen schöneren Weg? Da bin ich jetzt aber neugierig, Fredo. Was verbirgt sich denn hier zwischen den Kästen? Ein enges, schmales Loch. Ich glaube, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Bevor wir da durch dieses zache Loch klettern, das todesanstrengend ist, gehen wir lieber den Shortcut hier durch. Dabei, Alex? Mit der Eisenstange haben wir das hier fixiert, damit das nicht zuklappt. Ich müsste auf irgendwas draufsteigen, dass ich da reinkomme. Wie sieht's aus? Gut. Aber rein da. Das ist aber leise. Hast du das? Ah, ist das auch noch eine Gaskammer hier? Oh, ich muss sagen, das ist schon leicht klaustrophobisch, weil ich da kein Ende sehe. Fredo, ist dein Ende? Ja, da kommen wir raus. Hier atmet man konstant in den Staub ein. Oh, komm rein in die gute Stube. Ich werde euch zeigen, wie man da raufkrabbelt. Oh, willkommen. Oho, da wird's eng. Es ist so staubig hier, Leute. Oh, ihr habt mich gefragt und ich frage mich, warum ich dabei bin. Top, Bro, durchziehen. Rein in die gute Stube. Boah, da geht's jetzt weiter. Nix für schwache Nerven hier. Nein, überhaupt nicht. Auf geht's. Oh. Das gibt's nicht. Ich wusste es. Ich hab's schon gesehen, dass da was kommt. Das ist krank hier. Ich spüre den Staub in meinem Maul. Ja. Ah, da geht's runter. Mittlerweile mache ich mir Sorgen, dass das nicht nur Staub ist, weil an der Wand sind überall diese Kristalle hier. Also falls sich einer auskennt, Leute, schreibt in die Kommentare, ob das vielleicht Asbest ist. Es wäre nicht so gut. Oh, das ist arg. Alles gut, Leute? Alex hat sich entscheidet, hardcore den Schädel hat. Yeah! Weiter geht's. Ah, und da geht's direkt ins nächste enge Loch. Ich hab sogar gut. Alter! Gott sei Dank haben wir den Shortcut genommen, ja. Den abartig zachen Weg über diese Mauer. Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank, die Abkürzung genommen. Na gut, Joel. Wir sehen uns morgen, gell? Ich auch. Alles mit. Ich hoffe, dass das wirklich nur normaler Staub ist und nicht Asbestkristalle. Also gesund war das auf jeden Fall nicht. Zurück zum Ausgang. So, da sind wir wieder. Es wird ja gar nicht so leicht, da rauszukommen. Ich zeig schon, wie das geht. Alex zeigt uns, wie das geht. So, ich bin das erste Mal da dabei. Ich möchte gern Archäologen. Durch so ein Miniloch kommen wir nicht durch. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Anlauf, Alex. Ich brauche ein bisschen Licht. Die gute alte Ellbogentechnik. Boah. Aber raus hier. Echt, ist das nicht da rauszuklettern. Alex, wirst du das gemacht? Wie soll ich mich abstützen? Mit Zunge soll ich mich abstützen. Und ich lieg wieder mit meinen Kronjuwelen auf einem Stein. Liebst du, ich mich gern schlafen legen. Das war ja wirklich eine Challenge. Viel Spaß. Ich steck fest. Kämpfen. Wir haben es geschafft.
alle wieder beim Ausgang. Wir haben jetzt noch die Idee gehabt, dass der Tommy sich da raushaut und das Seil rauszieht. Das heißt, für uns gibt es dann nur eine Option mehr, und zwar, dass wir hier rausklettern. Also eine kleine Escape-Challenge noch zum Abschluss. Let's go. Das Seil ist weg, Leute, und wir sitzen jetzt alle fest in der Scheiße. Der Spaß ist jetzt somit vorbei, wir müssen hier wieder raus. Jetzt wird's ernst. Ich bin im Chiller-Modus von dem ganzen Exploren. Ich glaube nicht, dass wir da wieder rauskommen. Die Motivation ist hoch. Das Ziel ist jetzt einfach, dass wir einen Mann hier rausbringen, der uns das Seil wieder runterwirft. Also das Ziel, eigentlich die einzige Möglichkeit, weil sonst können wir hier schlafen. Geh mal an. Bin mal zu entkommen. Keine Chance, das ist viel zu rutschig. Also rausrennen geht mal auf jeden Fall nicht. Der Alex ist ein erfahrener Kletterer. Er wird jetzt gleich mal probieren, ob er hier irgendwo Griffe findet zum Rausklettern. Weil im Eck haben wir schon was gesehen. Und zwar dieses rostige Ding dort. Alter, was war das? Alter, was war das? Also auch das Klettern an der Seite scheint nicht zu funktionieren. Das sieht ganz klar nach einem Fall von einer Human Ladder aus. Der menschliche Stapel. Probieren wir es, ich glaube anders kommen wir nicht raus. Der Letzte wird dann versuchen, an diesem menschlichen Turm rauszuklettern. Ja, das wird ja wild. Beste starke Base, Trail. Fede Nummer 2 und Alex Nummer 3. Und ich werde dann die menschliche Leiter einfach rausklettern. Hoffentlich kannst du uns retten, sonst werden wir hier noch lange verbringen. Scheiße, wir sind gefangen. Wir sind schon so müde von dem ganzen Staub und der dünnen Luft, die hier unten herrscht. Was Best. Rein in die menschliche Leiter. Ich komme, Leute. Geht? Ga, ho, ein, und. Gut, halt noch. Ja! Yes! Alter! Ja! Ah! Freiheit. Freiheit. Dann werfen wir den anderen mal das Seil runter, damit die da auch noch heil rauskommen. Raus mit euch, Jungs. Willkommen in Freiheit. Alle Mann in Freiheit. Boah, endlich. Endlich, wir haben es geschafft. Ja. Oh. Gleich unter die wohlverdiente Dusche. Ha? Okay, jetzt gehe ich schlafen. Ja. Ah. So. Perfekt. Ah. Props an Scheune 69 für die Location. Cooles Ding. Leute, an der Stelle, wenn ihr geile Locations kennt, wo ihr glaubt, wir könnten ein Video filmen, schickt uns die gerne. Wir haben da mächtig Bock drauf. Ja. Ihr braucht gar nicht schüchtern sein, einfach und schicken. Wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Leute, was war das für eine Mission? Wir sind sichtlich erledigt. 1 Kilo Staub eingeatmet, aber es war ja affengeil. Das war echt die geilste Lost Base Mission, die wir je gemacht haben. Vielen Dank an die Jungs, an den Alex, Insta ist hier unten verlinkt, und an den Trail, der auch Adventure-Content macht. Checkt seinen YouTube-Channel aus, Leute. Auf jeden Fall empfehlenswert. Danke, Jungs. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Auf jeden. Danke fürs Mitnehmen. Wenn euch das auch gefallen hat, lasst es uns wissen. Lasst den Kommentar da, ein Like, Abo. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video.